Ja, also, er ist halt wirklich ein Heuchler. Er predigt so eine Story und ist aber genau der Brecher davon, damit seine Story funktioniert. Ja. Denken wir pragmatisch. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Das nennst du Gerechtigkeit? Ich ganz sicher nicht. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Fahrhaber geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Zünd ersetzt habe, muss geheim bleiben. Also, ich finde, es ist falsch, das zu verheimlichen. Ich finde aber auch, es ist falsch, Arcadia auszulöschen. Weil hier sind ja mehrere so dann nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen angeprangert. Ja, und das hast du alles allein getan? Ja, erklär dich. Erklär dich den Bewohnern von Far Harbor, Dima. Lass sie entscheiden. Und was, wenn sie Arcadia vernichten wollen? Die Synths dort sind unschuldig. Und ich habe sie hierher geholt. Du hast jemanden getötet. Vertraue darauf, dass sie das Richtige tun. Also hier an der Stelle würde ich gerne safe machen. Weil das geht ja. Zum Glück, Fallout 4 ist, das muss man Fallout loben, ein Spiel, in dem man während einer Cutscene einen Spielstand speichern kann. Und das ist, das hat man selten, ja. Okay. Wir, ja, sagen das mal. Du wolltest doch Gleichheit für Menschen und Zünds. Jetzt musst du es beweisen. Sag die Wahrheit. Vertrau darauf, dass sie das Richtige tun. Du hast recht. Wir stehen nicht über anderen Lebewesen. Böse Taten müssen gesühnt werden. Ich werde gehen. Die Bewohner von Far Harbor müssen entscheiden, was mit mir geschehen soll. Ich hoffe nur, dass Arcadia verschont bleibt. Das darfst du nicht. Dima, wenn du da runtergehst, kommst du nie wieder hoch. Mein lieber Faraday, du weißt, ich habe keine Wahl. Dima, du hast immer eine Wahl. Tu's nicht. Nein, geh nicht. Wenn die Buße für meine Taten eure Sicherheit bedeutet, ihr seid mir einfach zu wichtig. Dima, bitte. Sei stark, Faraday. Alles wird gut. Ich setze das Leben meiner Leute aufs Spiel, dass dein Vertrauen in Fahrhaber gerechtfertigt ist. Ich meine, wir haben Fahrhaber ja doch zum Besseren gebracht, denke ich. Nur ich hoffe und vermute, andersrum in der Reihenfolge, ich vermute und hoffe, dass wir das Gespräch manipulieren können, so wie wir jedes Gespräch manipulieren, dass es doch zu Dimas Gunsten ausgeht, weil klar, es war falsch, aber er hat auch viel Gutes getan seitdem. Deswegen, ich weiß nicht, inwiefern man das genommene Leben da gutheißen kann oder zumindest seine Strafe mildern kann. Ich könnte es total verstehen, wenn sie ihn lynchen wollen. Es ist ja nicht so, als hätte er jemanden getötet. Er hat jemanden getötet und ihn durch eine andere Person ersetzt und kontrolliert. Meine lange Reise ist zu Ende. Um was geht es? Bürger von Far Harbor, ihr kennt mich. Wir leben seit Jahren friedlich zusammen. Auf gewisse Weise trauen wir uns gegenseitig. Aber ich habe dieses Vertrauen verraten und die Wahrheit vor euch allen geheim gehalten. Kurz nach der Gründung Arcadias habe ich einen von euch ermordet und ihn durch einen von uns ersetzt. Was? Wer? Die Identität meines Agenten muss geheim bleiben. Er ist ebenso ein Opfer wie alle anderen. Er wird euch nicht weiter schaden. Ich allein trage die Schuld. Ja, sag mal was zu deiner Verteidigung. Hast du nichts zu deiner Verteidigung zu sagen? Wie lässt sich ein Mord Ja, rechtfertigen? das haben Ich wir ja auch wollte gesagt. beweisen, dass Menschen und Zünds koexistieren können. Dass wir einander nicht fürchten müssen. Aber ich bin zu weit gegangen. Das weiß ich jetzt. Bitte richtet nur über mich und nicht über das, was wir zusammen aufgebaut haben. Zwischen Arcadia und Far Harbor soll weiter Frieden herrschen. Frieden? Du nennst den Mord an einem von uns Frieden? Ich sage, wir erledigen den Bastard und brennen dann sein geliebtes Arcadia nieder! Alan, es reicht! Dima wird für sein Verbrechen zahlen, aber nicht Arcadia! Was du da willst, führt zu Mord. Kaltblütigem Mord! Wenn wir nichts tun, wissen wir nicht, ob sie uns nicht einen nach dem anderen töten und ersetzen!
Nein, wir töten sie alle, um ganz sicher zu gehen. Wer ist dabei? Ja, wir können eingreifen, das habe ich ja schon vermutet. Bei uns gewittert es gerade, ich hoffe, das ist nicht allzu sehr zu hören. Also es regnet auch schon in Strömen, aber es scheint leise zu sein. Ah ne, man hört es doch, aber gut, es fällt vielleicht im Regen hier im Hintergrund nicht auf, ja. Arcadia trifft keine Schuld. Ihr habt euren Verbrecher. Richtet über ihn, aber nur über ihn. Du bist nicht mal du. Vorsicht, das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Hört nicht auf den Festlandbewohner. Mein Bruder weiß, was zu tun ist. Siehst du den Rumpf? Das verdanken wir dem Festlandbewohner. Ein wahrer Freund von Harbor. Hörst du Allens Hassgerede etwa zu? Weißt du überhaupt noch, wer den Kapitänstanz gemacht hat? Der Festlandbewohner hat meine Farm gesäubert, meine Familie gerecht. Das ist mehr, als ihr je für mich getan habt. Was hat Allen je gemacht? Nichts als Ärger. Wer hat denn das Sägewerk gesäubert? Wer hat uns eine neue Chance verschafft, uns die Insel zurückzuholen? Ich verdanke dem Fremdling mein Leben. Wir sollten zuhören. Mein Onkel ist in Sicherheit und am Leben. Der Fremdling hat uns immer gut geführt. Genug. Ich halte mich zurück. Allen, Wahrhaber hat gesprochen. Es ist zu Ende. Niemand. Mord ist ein schweres Verbrechen. Es gibt nur eine Strafe dafür. Wenn du irgendwelche letzten Worte hast... Es tut mir leid. Nichts. Jede Siedlung und jede Stadt hat eine dunkle Seite. Aber wenn wir Frieden finden wollen, dürfen wir uns nicht vom Schlechten leiten lassen. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Ich erwarte, dass alle den Frieden zwischen uns und Arcadia respektieren. Und das war's jetzt? Das war's mit Dima? Ich meine, holy shit, wie billig war das denn? Ich meine, hier diese typische Serien-Scheiße, die wir gerade gesehen haben. Ich meine, das war nicht unbedingt schlecht. Aber dieses, oh, wir stehen alle zu dir, du hast uns geholfen. Das kann ich ja noch verstehen. Aber dann so, okay, Dima, du bist jetzt tot. Bam! Ich meine, holy shit. Und der Regen draußen wird immer schlimmer. Ich glaube, die Welt geht gerade unter. Ja, ich fürchte, dass ich mal wieder eine Aufnahme abbrechen muss. Weil der Regen meint, wow, fucking autistic. Ja. Synth-Komponente. Nee. Tja, also das war wohl die ganze Quest-Serie in Fahaba. Und jetzt können wir nur noch ganz nah dran machen. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass wir nicht mehr über Dima und Nick erfahren haben. Ich glaube, das hätten wir können, wenn wir Dima am Leben gelassen hätten. Deswegen mache ich gerade mal ein Save und lade. Ja, inzwischen hat es aufgehört zu regnen und ich habe mal einen Cut gemacht. Ja, wir sind nochmal zurück. Ich werde gleich auch nochmal einen Cut machen und vorspulen. Aber ich denke, die zwei Dialoge sollten wir zuerst nochmal durchgehen, weil die stehen uns noch zur Auswahl. Ich habe eine Erinnerung von dir über einen Startschlüssel. Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus, wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Fahaber bedrohen, auch Unschuldige. Ja, wir können jetzt... Also nochmal, warum wir nochmal hier sind vielleicht. Ja, ich habe eben nochmal geguckt nach Dialogoptionen, während das geregnet hat. Und ja, es gibt wohl doch noch verschiedene Wege, diese Questreihe zu lösen. Das hier wäre eine. Ist der Nukleus das überhaupt wert? Beurteile sie nicht nach Beichtvater Tactus Aktion. Er hat ihre Angst und ihren Hass genutzt, um sie gegen Fahaber aufzubringen. Aber es ist noch Zeit, sie davon abzubringen. So, und wenn wir den Nukleus beschützen wollen... Ich sorge dafür, dass niemand den Schlüssel in die Hände kriegt. Danke. War sonst noch was in meinen Erinnerungen? Etwas, das uns hilft, Frieden zu stiften? Ja. In einer Erinnerung hast du einen Schalter installiert, um die Energie in Fahaber abzuschalten und sie dem Nebel zu überlassen. Auf diesem Holoband. Lass mich mal sehen. Ich erinnere mich.
Ich fürchtete, Fahaba könnte sich gegen uns wenden, uns als zu verschieden ansehen. Also habe ich einen Notfallplan erstellt. Massenmord. Ich versteckte den Code, weil ich den Gedanken an seine Nutzung nicht verkraften konnte. Dann versteckte ich die Erinnerung, weil ich nicht mal das Wissen darüber aushielt. Was habe ich getan? Wenn die Kinder des Atoms jemals diesen Code erhalten, werden sie Fahaba vernichten. Ja. Warum sie retten? Haben die Kinder nicht einen Grund, Fahaba zu hassen? Als der Nebel schlimmer wurde, töteten die Leute aus Fahaba einen Missionar der Kinder. Seitdem gibt es nur noch Hass und Blutvergießen. Aber Mord ist nicht die Lösung. So. Keine Sorge, Dima. Ich habe den Code schon. Fahaba ist sicher. Gut. Jetzt müssen wir einen Weg finden, diesen Konflikt zu beenden. Hast du noch was in meinen Erinnerungen gefunden? So, und das ist jetzt die Stelle, wo wir wieder einspringen. Erinnerungen haben mich zu einem Wir skippen das mal, weil wir das haben. Du hast das Richtige getan. Für die Zukunft deiner Leute. Ja. Jeder macht sich die Hände schmutzig. Es waren Opfer nötig. Klar. Opfer? Ja, wir machen mal weiter, weil den Dialog, den haben wir nicht gewählt. Ich wollte euch nur zeigen, dass es wieder in dieses Menü geht. Und da springen wir wieder an der Stelle ein, wo wir eigentlich waren. Wir haben diesen Weg gewählt, Dima sich stellen zu lassen. Jetzt können wir aber noch sagen, nee, war gut, was du gemacht hast. Oder nein, ignorier das, vergiss das einfach. So, und das löst eine andere Questreihe aus, mit der wir, wie schon einst in Fahaba, um den Frieden zu bewahren, wohl eins der Kinder des Atoms, und zwar Beichtvater Tektis, also gegen den Zim versetzen können. So, und ganz ehrlich, den Questweg möchte ich nicht machen. Ich finde die Lösung, die wir haben, schöner, auch wenn Dima jetzt irgendwie relativ random gestorben ist. Naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall zurück nach Arcadia gehen und nicht die Kinder des Atoms mit Sims unterwandern, wie Dima seins getan hat. Weil dann sind wir kein Leut besser. Ja. Gut. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Konsequenzen hat, dass wir auf dem Spielstand nicht über den Schalter geredet haben, aber ich glaube, wir haben auch keine sonderlichen Erleuchtungen dadurch bekommen. Es ist einfach nur zwei Gesprächsoptionen, die wir hier auf dem Spielstand nicht haben. Ich denke nicht, dass das verheerend ist, weil der Quest-Dialog ist ja der ersetzen durch Simpf-Dialog. Naja. Dann wollen wir aber mal Kazumi ausfindig machen. Die chillt mal wieder absolut im tiefsten Keller, weil Kellerkind. Ja, wir reden mal mit ihr. Hi! Dima ist fort. Du hast die Wahrheit herausgefunden und er hat dafür bezahlt. Wir haben das Richtige getan, nicht wahr? Klar, ja, was meinst du? Was meinst du? Haben wir? Ich weiß nicht. Alles, was passiert ist. Es fühlt sich so viel komplizierter an, als ich je gedacht hätte. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich hab darüber nachgedacht. Ich hab Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich hab sie verlassen. Soll ich zurück? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun.